Und damit herzlich willkommen zum ersten Spieltag des Discord-Pokémon-Turniers, kurz dem DPT. Und dieser Auftakt war ganz wild, muss ich sagen. Wir springen gleich ins erste Match. Jerry gegen Dragtooth's Lightning and Thunderstorm. Champion gegen Newcomer ist hier die Devise. Das Match beginnt mit der Prügler-Rätigkeitsstrategie von Dragtool in Form von Alolas Nobidikat und Cobalium, während Alola Bonona den Aurora-Stall versucht rauszuholen. Ohne Hagel. Okay. Und an dem Punkt ist das Match eigentlich schon sofort gelaufen, denn Cobalion legt hier einen Sweep hin, wie er im Bilderbuch steht. Das Dynamax nach Rexbizarre kann zwar noch einige Boosts zur... Warte mal, was? Ja, richtig gehört. Das Rexbizarre, welches eigentlich Dynamaxen dürfte, Dynamax einfach. Da das gegen das Regelwerk verstößt, verliert Jerry auch so 6:0, auch wenn es nichts am Ergebnis ändert, weil Cobalion hat einfach gesweept. Springen wir ins zweite Match, Hakuyos Heartbreak King, das gegen die Spooky Nightmare von Space. Das Match beginnt mit Coaching Zeraora auf Body Press Expertengroup Miltern, welches aber durch den Schutzschild von Patineraya erstmal gestoppt wird, während das Zwirklub den Bizarrum aufsetzt. Dampfwalze Zwirklub löst nun den Schwächenschutz von G-Max Patineraya aus und dieses macht erstmal mächtigen Chip auf das Miltern, während dieses im Gegenzug den Stahlelefanten ordentlich zusetzen kann. Debeteros Erdkräfte rasen einfach in den Diner Wall und Zwirklub burnt dieses im selben Zug. Nachdem Debeteros aus dem Leben geschallert wird, sorgt der Leitheiler von Zwirklub dafür, dass Miltank geheilt wird. War das eine potenzielle Friedenserklärung oder wie soll ich das verstehen? Na egal. Das Zwirklub bekommt im Gegenzug die Body Slam Para. Der Schutzschild-Predict kostet den Heartbreaking das fast ihr Zwirklub, welches jedoch mit Irrlicht auf das Bichu Schlimmeres behindern kann. Endlich kann Patineraya gekillt werden und Zwirklub heilt sich mit dem Leitheiler auch mal ausnahmsweise. Demeteros T betritt das Kampffeld, aber die Spooky Nightmare waren darauf vorbereitet mit Ice Heap Miltank, aber sie drückten nur den Body Press. Kriegen wir da einen Kommentar vom Herr Weltraum dazu? Leben wir den Hit? Wir leben den Hit! Wir leben den Hit! Come on! Ice Punch! Oh, ich weiß. Ich hab gemissklickt. Ich hab gemissklickt. Scheiße, ich hab gemissklickt. Das war so ein fetter Missklick, no. Ja. Glaube ich auch. In der folgenden Runde kann es zwar den Kill claim, aber so langsam gehen einfach auf Seite der Spooky Nightmare die offensiven Optionen aus. Sie können zwar noch einige Pokémon mitreißen, bevor das Match endet, aber für mehr reicht es einfach nicht mehr. Die Heartbreakingers gewinnen mit einem 2:0. Kommen wir zum letzten Match des heutigen Tages, Nade Nakamura gegen Jan, und das mit Abstand das längste Match des heutigen Tages. Das Match beginnt direkt mit dem Verhöhner auf Elfhund, welches Jan zu Zasafes erste Lahm legt. Dieses Elfhund entpuppt sich jedoch als Zoroark, nachdem das Siederwasser von Suicune immensen Chip verursacht. Dieses Zoroark schlägt den Nassbrocken von Gedankengut Suicune ab, welches sich jetzt setupt. Das Pollenknödel von Husasa markiert jedoch das Ende für Zoroark. Rotom in der Rasenmäherform kommt nun also rein, tötet fast das Suicune, kriegt aber von einem weiteren Pollenknödel guten Schaden. Jans Pokémon sind beide fast tot, weshalb beide eine Runde später abgeworfen werden müssen und Kapuzoro und Britziegel sollen es nun reißen. Das Gras, das Elektrofeld kommt nun also raus und der Naturzorn von Kapuzoro halbiert Polygon 2's KP, wer sich aber durch den Leitheiler wieder etwas heilt. Das frisch eingewechselte Elf und schlägt den wohl offensiven Britziegel den Lebenorb ab und jetzt beginnt einfach die Strategie von Jan zu glänzen. Die Egelsamen von Kapuzoro fallen das Porygon 2, während der Gifty von Britzegel sich um das Elfen kümmert. Der nächste Eisstrahl von der Polygonente trifft nur auf das Schutzschild, jedoch wird das Britzegel vom einwechselnden Krippo geburnt. Die Egelsamen fallen nun auch Krippo, bevor besagt, dass mit dem Verhöhner endlich das Kapuzoro ausbremsen kann. Es folgen viele Runden mit wichtigen Chip und Heal auf beiden Seiten. Das Kapuzoro wird zwar vom Eisstrahl eingefroren, jedoch tun die Egelsamen weiterhin ihr Übriges und hielen es immer weiter. Nachdem das Britzigel wegen der Verbrennung down geht, betritt Pikuchilla das Feld. Dieses kann mit der Dreifachachse in Kombination mit den Egelsamen das Porygon 2 endlich in die Knie zwingen. Es bleibt weiterhin spannend. Es ist ein Kampf auf Augenhöhe, definitiv. Das G-Max Smetbob von Snuddle kann das Pikuchilla ganz knapp nicht killen aufgrund des Fokusgurts. Der Voidwechsel von Rotom kann es aber finishen. Durch die Dino-Flugattacke holt sich Nade die Speed Control und nun betritt Pokusan das Feld.
Es Dynamaxt normal. Yeah. Dieses Bokusan kann zwar den knappen 1-0 Sieg holen, aber da es nicht in der G-Max-Form war und damit eine Regel gebrochen hat, gewinnt Nadel einfach 6-0. Schauen wir auf die Punktetabelle und dieses am ersten Spieltag natürlich noch nicht sehr aussagekräftig. Die Gewinner stehen oben, die Verlierer unten. Wobei sich Nadel und Rektul den ersten und Jerry und Jan den letzten Platz teilen. Hinter den beiden Führenden Hakuyo, dicht gefolgt von Space Spooky Nightmare. Bei der Kill-Rangliste ist zu beachten, dass das Match zwischen Jan und Nadel normal gezählt wird, nur die Kills von Pokusan sind hier ungültig. Auf Platz 1 ganz klar Cobalion mit seinen 6 Kills. Nach so einem Sweep verwundert das, glaube ich, gar keinen. Im zweiten Platz teilen sich Milsang, Greiko, Registeel und Rotom in der Rasenmäherform mit jeweils 2 Kills. Und auf dem dritten Platz befindet sich die große Masse, bestehend aus Patinaraya, Demeteros T, Cleopatra, Polaros, Huzaza, Polygon 2, Krippo, Britz, Ige, Kabutoro und Smetbo mit jeweils 1 Kill. Schauen wir auf die nächsten Matchups des zweiten Spieltages und wir sehen Dark Xerxes statt Jerry am Start. Ja, aufgrund interner Differenzen wurde Jerry schon nach dem ersten Spieltag ausgeschlossen vom Turnier und stattdessen steht jetzt Xerxes am Start. Dieser muss mit seinen Nightmare Tactics gegen Hakuyos Heartbreak Kinglas ran. Jan knüpft sich den Titelverteidiger vor, während Nade sich mit den Spooky Nightmare anlegt. Wir bleiben gespannt, wie das ausgehen wird. Und das war die Zusammenfassung des ersten Spieltages. Wir sehen uns wieder zum zweiten Spieltag. Bis dann und ciao.